willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich bin hier mal wieder im DM. Und zwar dieses Mal nachts nach Ladenschluss. Und ich habe heute eine ganz besondere Challenge vorbereitet. Ich habe mal bei Safia vor Ewigkeiten gesehen, dass sie blind ihr Outfit gekauft hat. Ich wollte schon sehr, sehr lange blind mein Make-up aussuchen. Das heißt, ich werde jetzt diese Maske, die ich vorne liegen habe lassen, aufsetzen und blind versuchen, mein Make-up auszusuchen. Und ich glaube, das wird ein bisschen chaotisch. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich setze jetzt diese wunderbare Maske auf. Oh mein Gott, okay. Wo ist mein Wagen? Sag's ihr nicht. So, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, dreh ich dich jetzt mal ein bisschen. Bist du bereit? Mhm. Mir schwindelt. Nein! Jetzt in die andere Richtung? Nein! Das ist nicht fair. Oh, bitte schön, deine Gehhilfe. Ja, müssen wir einen Timer stellen? Nee, das ist ohne Timer. Irgendwann knall ich bestimmt. Ja. Wenn ich was umschmeiße, tut mir sehr leid. Ich bleibe bei Maybelline. Ich glaube, dass das meine Farbe ist. Aber ich will eine andere Foundation mitnehmen. Oh, warte mal, wenn ich bei Maybelline gerade stehe, hoffe ich, ich brauche einen Augenbrauenstift. Was ist das? Nee, die sind zu dick. Das ist nicht das, was... Da. Oh, das ist ein Augenbrauenstift. Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Wenn die richtig eingeräumt war, müsste die eigentlich passen. Oh mein Gott, das ist gruselig. Was bist du? Was ist das? Ich bin bei 100 irgendwas 80 Days oder sowas. Die haben, glaube ich, solche komischen Sachen. Oh, oh. Ich brauche Foundation. Das kann nicht so schwer sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, nee. Mama. Okay, ich gehe mal weiter ohne meinen Wagen. Warum habe ich das getan? Ich sollte das nicht tun. Das ist Essence. Das muss Essence sein. Ich bin schon voll weit gelaufen. Hier sind Wimpern. Die finde ich ganz toll. Das sind meine Lieblingswimpern. Oh, okay, wir fangen jetzt mal hier irgendwo an. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ih, das ist Mousse Make-up. Ich finde kein Essence Make-up. Jetzt ist das Ding kaputt genommen. Ich gehe woanders hin. Ich habe keine Lust mehr. Können wir mal kurz festhalten, dass du bisher nur einen Augenbrauenstift in deinem Bart hast? Klassische Blindenschrift, ich meine. Es gibt nur eine Marke Essence. Mit zwei Essen nebeneinander. Wir sind bei Essence. Okay, ich bin bei Essence. Aber Essence-Theken sind so groß. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verzweifelt bist du? 20. Das ist nur Pinsel. Hier ist Make-up, aber das ist das Mousse-Make-up. Das will ich nicht. Ist das Foundation? Warum ist es so klein? Das ist doch keine Foundation. Okay, wir haben hier Puder, glaube ich. Oder Blush. Ich weiß es leider nicht. Ich finde, das hier könnte Puder sein. Dann nehme ich das dann noch mit, weil das ist Blush und das ist Puder. Das mache ich jetzt in meinen Korb. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das hier ist. Gar keine. Ich brauche eine Lidschattenpalette. Hilfe. Was ist das denn? Ist das Mascara? Das ist Mascara. Das nehme ich mit. Ich weiß aber nicht, was für eine das ist. Was ist das denn? Das ist irgendwie so Bodylotion-Sachen oder sowas. Nee, hier will ich nicht sein. Das gefällt mir nicht. Ja, sie sieht es. Das ist doch voll gemein. Ich heule schon unter dieser Maske. Das ist Lippenstift, ich will den. Kann mir jemand die Farbe raus? Okay, wo ist mein Wagen? Oh, aua. Ich will doch einfach nur eine Lidschattenpalette finden. Warum ist es denn so schwierig? Foundation. Maybelline. Hier ist irgendwo auch dieser komische Concealer. Da. Ich nehme. Kann ich auch eine Maybelline Lidschattenpalette nehmen? Die sind doch gar nicht so schlecht. Ihr wollt mich doch verarschen, wollt ihr mich?
Was ist das? Gibt's einen Tester davon? Ja. Wieso willst du es testen? Weil ich wissen will, was es ist. Es könnte aber auch eine andere Palette sein. Jawohl. Das ist eine Lidschattenpalette. Ja, perfekt. Wir haben mir die gerade in die Hand gegeben, weil wir wussten. Ja, die will ich. Okay. Die da. Perfekt. Die willst du? Ja, ne? Weil die hier ist die da. Ne? Ja. Highlighter habe ich nicht. Mm. Glaube ich. Ist das Lipliner oder Eyeliner? Ich habe keine Ahnung, bei welcher Firma ich gerade bin. Nicht die geringste. Na toll. Tee. Manhattan? Wow. Yay. Nee, damit kenne ich mich nicht aus. Ja, dann können wir dir ja 3 Minuten geben, oder? Was? Das ist doch kein Highlighter. 2:28. Wie fühlst du dich gerade? Schlecht. Oh, hier ist Foundation. Ich will die da, nicht die andere. Ich bin in der richtigen Ecke, aber ich finde keinen Highlighter. Ist das Highlighter? Im Leben nicht. Ist das Tester? Nö. Ich nehm den. Wow. 57 Sekunden. Ich finde keinen Eyeliner. Ich weiß, ist hier irgendwo in so einem kleinen. Oh! Super. Das ist bestimmt Eyeliner. Hier ist doch Puder gewesen. Ich nehm das dann noch mit. Oh. Das ist jetzt mein Bronzer. Weiter rechts? Geradeaus. Geradeaus. Stück links. Stück links. Lass ruhig ein bisschen schneller laufen. So ist nein, nicht. Ich will nicht mehr. Darf ich das wegmachen? Ja, darfst du machen. Ich kreis so mal. Das war dein Bronzer. Ja, ich hab gedacht, das Dunkelste, was ich greifen kann. Aber es war halt leider nicht das Dunkelste. Wo war bitte nix? Hier, da, halt da. Da, so. Die haben mich verarscht, oder? Ja, das wird bin was. Ich bin gespannt, was es wird. Das wird was. Wisst ihr, wenn man denkt, dass man Freunde hat und sie einen so hart verarschen? Die Lidschattenpaletten-Situation sieht natürlich jetzt sehr dunkel aus, weil ich keine Lidschattenpalette gekauft habe. Die NYX Glitterpalette ist eigentlich keine Lidschattenpalette. Das ist eigentlich eher so eine Glitzer-Gel-Palette für eben Face and Body, ja, aber es ist keine Lidschattenpalette. Und die ich eigentlich ausgesucht habe, um die sie mich betrogen haben, die war von Maybelline. Und ich habe sie nicht hier natürlich, weil ich sie nicht gekauft habe, weil ich das erst jetzt gesehen habe. Weil die mir einfach nichts verraten haben. Diese Schlawine. Was ich deswegen machen werde, ich werde die weggeben, weil ich brauche sie nicht und ich habe sie nicht ausgesucht. Das heißt, ich will sie nicht benutzen, weil ich sie nicht für dieses Video ausgesucht habe. Ich werde die weggeben. In den Kommentaren könnt ihr mir irgendwas lassen. Sprich, schreibt einfach euren Instagram- oder Twitter-Namen und lasst mir irgendeinen netten Kommentar da oder so irgendwas. Schreibt mir vielleicht, was euch am besten gefallen hat oder was ihr vielleicht noch sehen wollt in Zukunft oder irgendwas. Damit nehmt ihr automatisch teil, sobald ein Twitter- oder Instagram-Name da steht. Sagt mir aber dazu auch bitte, was es ist. Und dann werde ich das auslosen. Ich schreibe alle anderen Infos in die Infobox, damit es einfach klar ist. Und dann lege ich die hier hin und warte, bis einer von euch die gewinnt und werde sie jetzt nicht benutzen. Die anderen Produkte habe ich hier drin und werde sie jetzt benutzen. Und das Einzige ist jetzt, dass ich keine Lidschattenpalette habe. Ich werde es ein bisschen improvisieren einfach, weil was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Wollt ihr mal sehen, was für eine Lippenstiftfarbe ich ausgesucht habe? Ich swatch die mal. Oh! Okay, die wird so rosa, wenn die an die Haut kommt. Ich glaube, es wird ziemlich crazy aussehen, aber wir werden mal schauen. Wenn ich mir das so angucke, ist es jetzt schon ein bisschen chaotisch. Ich habe eigentlich keinen Bronzer, ich habe aber dieses Blush hier, was dunkel ist. Ich zoome euch mal ein bisschen rein und dann legen wir einfach los mit dem Make-up. Als Foundation habe ich die hier ausgesucht gehabt. Das ist die Essence Fresh and Fit Awake Me Make-up Healthy Glow Foundation. In der Nummer 10, Gott sei Dank, die hellste. Okay, die Farbe sieht gut aus. Das war meine größte Sorge, aber da ich ungefähr weiß, wo die Farben immer stehen, also in welcher Reihenfolge auch, war das jetzt halbwegs realistisch, eine richtige Farbe zu finden. Die Farbe ist, glaube ich, richtig on point. Ja, ich sollte öfter blind mein Make-up aussuchen. Also ich muss ja sagen, dass mir bisher sehr gut gefällt, diese Foundation. Ich bin stolz auf mich. Okay, kommen wir zum Concealer. Ich habe hier den hier ausgewählt, weil das relativ klar und deutlich ist, was es für einer war. Das ist der Löscher von Maybelline in der Farbe Ivory, also die hellste Farbe. Ich hoffe, dass sie nicht zu hell ist, weil die sieht sehr, sehr hell aus. Aber wir werden sehen. Bin ja, wie ihr wisst, nicht der größte Fan von sehr hellem Concealer, deswegen... aber wir gucken mal. Es war einfach die safere Variante, die hellste zu nehmen. Oh,
There he is. Ist schon so ein bisschen hell, aber... Schön sehe ich aus. Ich habe ja kein Konturprodukt ausgesucht, deswegen mache ich das jetzt so. Und setze ein bisschen Concealer unter meine eigentliche Kontur. Und damit habe ich eigentlich eine kleine Kontur, ohne eine Kontur gemacht zu haben. Wow. Richtige Pro-Tipps hier am Start. Großartig. Okay, ich glaube, damit kann ich schon mal sehr gut leben. Ich werde es ein bisschen setten und zwar mit dem Essence Mattifying Compact Powder in der Farbe 11. Das habe ich zweimal mitgenommen in der gleichen Farbe. Deswegen habe ich jetzt nur eins mitgenommen, weil ich brauche nicht zwei davon. Ich nehme jetzt einen ganz großen Pinsel und setze damit einfach mal eine Foundation. Das riecht richtig gut. Habe ich schon ganz vergessen, wie gut das riecht. Ich werde jetzt auch meinen Concealer damit setten, auch wenn ich eigentlich nicht mit Compact Powder sette. Aber besser als gar nichts. Wobei, manchmal ist gar nichts besser, aber egal. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für Augenbrauen. Da haben wir den Brow Precise von Maybelline in der Farbe Deep Brown, also der dunkelste. Was perfekt ist, weil... Also ich finde den gar nicht übel. Ich habe den schon öfter ausprobiert. Bin schon ein bisschen froh, dass ich den ausgewählt habe. Wow, der Unterschied einfach. Okay, ich glaube, damit kann ich jetzt erstmal leben. Damit ist die Base soweit fertig. Soweit. Aber erst mein Concealer creased ein bisschen, aber das ist okay. Ich habe ihn extra nicht gesettet. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich jetzt machen soll, weil meine Lidschattenpalette, die ich mir ausgesucht habe, ja nicht drin ist. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde dieses Ding hier nehmen, was auch immer das ist. Und das einfach mal auf mein Lid packen. Hey! Das könnte tatsächlich funktionieren. Ach ja, das ist übrigens von Essence das My Glow Passion Blush. In der Farbe, weiß ich nicht, wahrscheinlich My Glow. Ich hab keine Ahnung. Und ich gehe jetzt ein bisschen in das Essence Mosaic Blush in der Farbe All You Need Is Pink. Aber vor allen Dingen bei den etwas bräunlicheren Teilen. Und blende das ein bisschen aus. Ich finde ja, das sieht ganz süß aus. Okay, es gibt natürlich eine große Preisfrage. Und was mache ich mit diesem Eyeliner? Ist das überhaupt... Das ist ein Eyeliner. Der fühlt sich sehr trocken an. Da kommt fast nichts raus. Essence, was ist das? Okay, ich habe ihn mal ein bisschen in Wasser getauft. Jetzt sieht es schon besser aus. Vielleicht war der irgendwie mal offen oder so. Ich schätze, ich mache mit einem gelben Eyeliner. Hey. Oh, that's beautiful. Da passiert nichts. Wow. Also Farbabgabe ist jetzt nicht so, ne? Also ich hätte jetzt gerne irgendwas damit gemacht, was ein bisschen artsy ist oder so, aber das hier sind irgendwie 5 Millionen Schichten und mehr kriege ich nicht hin. Also ich habe es wirklich versucht. Damit müssen wir jetzt leben. Dafür ist meine Hand jetzt schön gelb. Da hat es funktioniert. Not impressed. Ich würde sagen, wir machen weiter bei Mascara. Da habe ich die hier. Die ist von Max Factor, die Rise and Shine Lift and Volume Mascara. Ich bin da sehr gespannt, weil die habe ich noch nie gesehen. Oh, die sieht aus wie die Better Than Sex Mascara. Laura ist shaking! Also für meine kleinen Gammel-Kackwimpern sieht es eigentlich ganz gut aus. Seht ihr das? Seht ihr das? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt wieder in meinen Glow Passion Blush. Und mit dem Blushpinsel, hallo. Ich nehme mal so einen größeren, weil ich das so ein bisschen als Möchtegern-Bronzer benutzen werde. Obwohl, das ist, glaube ich, ein bisschen... Gucken mal, das ist vielleicht keine gute Idee. Das Zeug ist relativ pigmentiert. Ich habe es ganz wenig nur genommen, damit ich das so hinkriege. Hier, hallo, upsi. Ich werde es ganz wenig nehmen und das hier so ein bisschen oben verteilen. Das funktioniert. Diese Babyhaare machen mich fertig. Die werden jetzt immer länger und deswegen sind die jetzt ständig im Weg. Okay, ich gehe jetzt zurück in das Mosaic Blush und nehme das als nochmal Blush. Doppelt hält besser. Dann bleibt uns natürlich noch Lippenstift. Da habe ich den hier von Catrice. Wahrscheinlich die einzige Farbe, die seltsam ist bei Catrice. Was ist das? Was bist du? I don't know. Passen wird er auf jeden Fall nicht zu diesem Look. Die 80er rufen an, sie wollen ihren Lippenstift zurück. Was, wenn ich versuche, den zu retten mit diesem Blush ein bisschen? Ich habe gerade so ein kleines Haar ins Auge bekommen, deswegen sterbe ich ein bisschen. Deswegen wrap ich das jetzt mal ganz schnell ab. Dieser Lippenstift ist grenzwertig an mir. Ich bin mir nicht sicher, was der tun soll. Aber er tut nichts Gutes. Ist so ein bisschen so ein Color-Changing-Ding, aber es ist viel zu pink für mich. Das sieht... Vor allen Dingen mit diesem schönen Peachy-Augen-Make-up, mit dem wunderbaren gelben Eyeliner. Ich finde allerdings die Augenbrauen gut und ich finde auch die Base gut. Ich finde auch ohne
Bronzer habe ich das sehr gut hingekriegt, dass es trotzdem noch so ein bisschen bronzy aussieht ohne Bronzer. Deswegen würde ich mir selbst mal so eine gute 2 plus geben. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr mir geben würdet. Und vergesst nicht das Gewinnspiel mit der kleinen Glitter Goals Palette. Ich würde mal sagen, ihr findet jetzt hier rechts mein letztes Video und ein weiteres Video auf diesem Kanal. Ihr könnt auch gerne auf meinem Musikkanal vorbeischauen oder meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Puh, langer Satz. Schaut auch gerne auf meinen Social Media Seiten vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.